Gut, dann bleibt nur noch der Gang hier. Mal sehen, wo der uns hinführt. Ah, der führt uns auch noch mal woanders hin. Okay. Wohin? Ah, auch in die mittlere Kanalisation. Nichts leichter als das. Gut. Mal sehen, was es hier gibt. Vielleicht finden wir noch mehr Tausendfüßler. Aaskriecher. Oder andere Gegner. Oh, jede Menge. Ach so, das ist grüner Schleim. Grüner Schleim ist nicht so gefährlich wie Grünschleim. Und gibt auch dementsprechend viel weniger Erfahrungspunkte. Okay. Hier ist eine Leiter nach oben und hier ist auch ein Ausgang. Das ist kein Übergang, weil hier wird eine Treppe angezeigt. Wo kommt, wo führt ihr denn hin? Oh, nach draußen. Oh, zu Rabazids Haus. Okay. Macht ein bisschen gut Sinn, weil wir sind in der mittleren Kanalisation im Norden raus. Nichts leichter als das. Und das müsste direkt auf der anderen Seite bei Rabazids Turm wahrscheinlich rausführen. Gut, okay. So, Leute, da lang geht's jetzt weiter. Ja. Und da haben wir wieder einen grünen Schleim. Euer Leben liegt in meiner Hand. Warum muss es grüner Schleim sein? Warum kann es kein Grünschleim sein? So gefährlich ist der ja nicht mehr, aber gibt viel mehr Erfahrungspunkte. Eigentlich, aua. Okay. Hier geht's wieder hoch. Und hier geht's weiter. Hier sind noch mehr so Schleusen. Das wird auch wieder so ein Hauptkanal sein. Wahrscheinlich werden die bei Regen hochgemacht. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Hier geht's jedenfalls weiter. Mal gucken, wohin. Ja, komm, Dünner, hier. Ah, in die letzte Kanalisation. Nichts leichter als das. Aber wir sind in der da drüben noch nicht fertig. Nichts leichter als das. Ah, das heißt, wir gehen hier lang. Oh, da ist was respawned. Wieder grüner Schleim. So, genau. Sterbt einfach. Oh, du könntest Kugeln vertragen. Hm? Und du noch mehr Pfeile. So. Sehr gut. Das heißt, wir gehen jetzt hier nach Süden. Gucken mal, was hier ist. Ein Kobold. Ich bin Ratschild. Ich zerstöre alle, die sich meinem Volk entgegenstellen. Spürt den Zorn von Ratschild. Spürt meinen Zorn und zittert. Eure Zorn spüren? Bei den Göttern, ihr seid nur ein Kobold. Ich fürchte, ihr verwechselt, wer zittern müsste. Zieht vom Leder, Männer, und lasst uns diese kleinen Hündchen noch einen Kopf kürzer machen. Wer genau ist euer Volk? Mein Volk herrscht über die Tiefen, wo die Abwehr eures Volkes hingesendet werden. Dorthin fahren wir. Ratschilds Stamm ist stärker als alle anderen. Ratschilds Stamm wurde dazu ausgebildet, alle zu besiegen. Alle. Niemand kann sich Ratschild und seinem Stamm gegenüber behaupten. Ich bin mir ganz sicher, dass wir euch besiegen können, Ratschild. Das ist ja wunderbar, dass ihr hier unten lebt, wo all unser Müll abgeladen wird. Ihr solltet wirklich stolz sein. Ihr unterschätzt Ratschild. Das haben schon viele gemacht, sogar die Hafner. Und alle haben den Zorn von Ratschild zu spüren bekommen. Oh, okay. Ihr habt gerufen? Kobolde hinter uns, Kobolde vor uns. Was wollt ihr? Dieser Ratschild, den
Ja? Der zaubert, deswegen sollten wir ihn so schnell wie möglich ausschalten. So, ist gut. Und jetzt können wir die restlichen ausschalten. Au. Eure Dienerin steht. Mich kümmert's nicht. Was ist mit dir da? Ich tue mein Bestes. Wir können nicht ein einzelnen Kobolds treffen. Ich glaub's ja nicht. So. Okay, alle Kobolde tot. Sehr gut. Dann kann die wohin mal einmal im Karree rumgehen und die Feuerpfeile einsammeln, weil das waren Kobold-Kommandos. Hat zwar jeder nur zwei Feuerpfeile, aber da wir so ein gutes Dutzend jetzt umgebracht haben, dürfte da was zusammenkommen. Obwohl, war es ein Dutzend? Naja, das werden wir ja gleich sehen, wie wir die Feuerpfeile alle eingesackt haben. Da oben liegt auf jeden Fall noch einer, den sollten wir nicht vergessen. Jo. Gut. Dich? Liegt hier nur einer? Nein, hier liegen zwei, etwas oder? Etwas Unnatürliches geht hier vor und ich möchte jo. Nicht daran teilhaben. Jo. Dich da hatten wir noch nicht und den Anführer hatten wir noch nicht. Hm? Okay, wir haben 20 Pfeile, da waren es doch nur 10 plus der Anführer. Und der hat... Oh, der hat 20 Pfeile bei sich. Das hat sich da auf jeden Fall gelohnt. So, jetzt haben wir wieder 40 frische Feuerpfeile. Besser als nichts. Was? Okay, ich würde sagen, wir gehen hier hoch, gehen hier runter und gehen dann hier irgendwo zurück und gucken uns dann gut. Die anderen Gänge an, die da lang weggehen. Ja. Oh, die beiden Kanalreiniger. Hey, Kollege! Schnief, was sucht ihr denn hier unten? Et it gebärlich, ihr, wenn man dich nicht aus out kennt. Und et stinkt ganz bürchterlich. Ja, die Jungs, die... Oh, ein Grauschlick. Noch mehr Grauschlick. Die Jungs waren definitiv schon zu lang hier unten. Das muss auch eine ziemlich gefährliche Arbeit sein, die wir hier zu tun haben. Oh, das war ein Grünstein, das eine. Cool. Die müssen hier auch einen gefährlichen Job machen mit dem ganzen Schleim, den Kobolden und den Aaskriechern. Und das hat wohl auch ihren Verstand benebelt. So, da ist wieder ein Hochgang. Da ist auch ein Hochgang. Also eine Treppe. Da würde es zurückgehen. Gucken wir mal kurz da lang. Dann müssen wir wenigstens das nicht mehr machen. So. Da ist nichts. Okay, dann können wir jetzt hier unten weitergehen. Ja. Gut. Wenigstens einmal einen Grünschleim bekommen zum Töten. Und ja, diese beiden Kanalreiniger, die können ziemlich fies sein. Das ist mir nämlich schon mal passiert und garantiert anderen Spielern auch. Die haben da bei den Kobolden einfach mal gedacht, sie könnten einen Feuerball, zwei Leichen, einen Feuerball irgendwo hinschmeißen. Haben dabei aber aus Versehen einen der Kanalarbeiter getötet, was, glaube ich, sechs oder acht Ruf kosten kann. Das heißt, der Ruf, der sinkt ziemlich stark dadurch. Das ist mal, wenn man einen Kanalarbeiter tötet. Aber wir haben zum Glück immer noch unseren maximalen Ruf von 20. Den dann wieder aufzubauen, ist schwierig. Oh, noch ein Übergang. Wo geht's da hin? Ah. Beinahe unter meiner Würde. Wieder in den Unterkeller. Nichts leichter als das. Da wollen wir jedoch nicht hin. Und da ist sogar die Tür extra versteckt für die Kanalisation.
Okay, wahrscheinlich sind die anderen beiden, war die andere Tür auch versteckt, nur weil sie halt in der isometrischen Ansicht nicht richtig im toten Winkel war, konnte man das nicht sehen. Das ist ja immer so bei Baldur's Gate, wenn etwas an den beiden Seiten ist, die man nicht sehen kann, dann wird es nicht richtig animiert. Also Türen an Häusern zum Beispiel, die sind auch einfach offen. Da klickt man auch nur einmal drauf und muss sie nicht erst vorher aufmachen. Okay, ich höre was komische Geräusche machen. Das heißt, vielleicht hat sich hier ein Grünschleim versteckt. Nein. Okay. So, jetzt haben wir nur noch die drei Gänge hier. Dann haben wir das auch hinter uns gebracht. Dann haben wir nur noch den letzten Teil der Kanalisation. Ah, ein Übergang. Gucken wir mal. Jupp. Der führt genau in denselben Teil. Weil wir waren ja schon mal da oben. Da sind wir ja von ganz oben aus rausgekommen. So, das heißt wieder zurück, bitte. Beinahe unter meiner Würde. Also von hier aus sind wir auch schon in den westlichen Teil der Kanalisation, glaube ich. Ja, müsste eigentlich der westliche sein, weil den östlichen hatten wir schon. Das hier ist der mittlere Teil. Und da kann es ja nur noch die westliche Kanalisation geben. So wie es ja auch nur ein Ost-, Mittel- und West-Baldur's Gate gibt. Wobei das dann ja auch wieder in Nord- und Südteile aufgeteilt ist. So, das ist der andere Weg. Okay. Gut. Das heißt, wir haben nur noch den Gang hier oben. Mal sehen, ob das eine Sackgasse ist oder ob es da auch noch einen Pfad gibt. Und dann haben wir nur noch den letzten Teil der Kanalisation. Ja, da lang. Und? Erstmal ist es ein langer Gang. Okay. Und am Ende ist eine Sackgasse. Na toll. Okay. Hier hätten wir wahrscheinlich oben, Mitte, unten machen sollen. Aber wenigstens haben wir so das hier alles aufgedeckt. Gut. Jetzt gehen wir hier lang mal weiter. Und sind wieder hier. Okay. Ah, da schwimmt schon wieder eine Leiche im Wasser. Sehr appetitlich. Und wer ist... Was zur Hölle? Ist das ein Grünschleim, der da gerade zu uns spricht? Schlumpscha. Ja, klingt fast so. Der König der Abwasserkanäle. Halt, meine Kinder. Halt, meine Kinder. Es befinden sich Gäste in unserer Mitte. Ah, ja. Ich kann jetzt sehen. Und euer Anführer, ihr wart ein Bücherwurm. Ja, Bücher sind gut. Und ein Kind des Schicksals. Hä, ich habe schon von euch gehört, Talisa. Ich habe euren Namen in dessen steinigen Hallen flüstern gehört. In diesen steinigen Hallen flüstern gehört. Ich sollte normal weitersprechen. Wo sich das Tropfen des Wassers mit den Gurgeln der Toten vereint. Sie haben euren Tod gewünscht, das müsst ihr wissen. Okay, ein Grünschleim, der mit uns redet und uns warnt, dass jemand uns töten will. Naja, okay, das ist nichts Neues. Aber das mit dem Grünschleim ist schon sonderbar, dass der auf unserer Seite zu sein scheint. Wer wollte mich töten, ihr? Wer seid ihr und wer sind diese watschenden Wesen, mit denen ihr euch umgebt? Wer ich bin? Also bitte, es ist schon so lange her, seit ich eine schreckliche Gestalt und eine Form wie ihr hatte.
Ha, in eurem Geist erkenne ich Dinge. Ich sehe einen Ort, in dem ihr einst zu Hause wart. Hört auf, meine Gedanken zu lesen. Ich weiß nicht, wie ihr das macht und ich mag es nicht. Kerzenburg. Bis zu dieser Springflut war das der einzige Ort, den ich je kannte. Kerzenburg? Ich war dort, nicht wahr? Ja, als ich meine geringere Gestalt hatte und schrecklich stolz auf meine magischen Fähigkeiten war. Doch darüber bin ich schon seit langem hinausgegangen und habe es zurückgelassen. Ah, ihr habt einen alten Hunger in mir wieder geweckt. Einen Hunger auf etwas Handfestes, mein Kind. Kommt näher, damit ich mich an euch gütlich tun kann. Okay, erst warnt er uns und jetzt will er uns fressen. Was ihm